Dieses Yesterchips-Projekt wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung von spielenxxl.de. Retro Games direkt online im Browser zocken. 5 Minuten ungescriptet und ungeprüft und wieder mit einem Thema, auf welches ich hier im Museum eigentlich nur eingehe, wenn ich explizit danach gefragt werde. Es geht immer noch um die Frage, wie kriegt man hier unten dieses Museum so richtig schnell ans Laufen, wenn es auf die 17 Uhr zugeht. Da bleibt nicht viel Zeit für herkömmliche Disketten- oder Bandladetechniken. Das heißt, bei manchen Rechnern, wie zum Beispiel bei einem Apple, geht's von Diskette doch schon recht flott. Aber wie jetzt hier zum Beispiel vom Commodore VC20, ja, da ist dann wirklich die Frage gestellt, machen wir es klassisch auf die althergebrachte Art und Weise oder suchen wir uns irgendetwas, was ein bisschen betriebssicherer und auch schneller ist. Und beim VC20 muss erstmal die Frage gestellt werden, was ist denn überhaupt althergebracht? Ja, damals, wenn man sich das Ding gekauft hat, einfach nur nackig, da war ja gar nichts dabei. Ja, und dann halt eben so, der normale Griff wäre dann erstmal gewesen zur Datasette, dem Kassettenlaufwerk, bei dem halt eben in alttraditioneller Art und Weise auf einer Musikkassette die Daten drauf gespeichert sind in hörbaren Tönen. Das Laden ist langwierig und es dauert und mittlerweile kann es auch ein bisschen problematisch sein, wenn der Kopf in der Datasette nicht mehr sonderlich gut ist oder auch wenn hier die Magnetisierung über die Dauer gelitten hat, ne, wenn das Band anfängt zu leiern, klingt nicht nur die Musik schlimm, sondern die Daten entsprechend darauf leiden auch. Also das ist hier für einen Museumsbetrieb tatsächlich eher ungeeignet. Diskettenlaufwerk hierfür habe ich nicht, um es kurz zu machen. Und der Kamerawinkel dürfte das entsprechend verdecken. Wenn ich das Ding jetzt einschalte, dauert es einen kleinen Moment. Ja, also der VC20 gehört zu den alten Rechnern, der nicht sofort betriebsbereit ist, sondern wo es einen kleinen Moment dauert, bis er so ein bisschen seine ganzen Innereien durchgewurschtelt und durchsortiert hat und dann hier endlich mal auf dem Bildschirm ein Bild erscheint. Und das, was ihr jetzt hier seht, ja, das ist nicht das bekannte Basic, sondern das signalisiert schon, hier ist irgendwas passiert, was nicht so ganz der Normalität entspricht. Und die Kenner haben bereits gesehen, worum es sich hier handelt. Die finale Erweiterung, die letzte Erweiterung, auf Deutsch klingt scheiße, ja, die Final Expansion ist hier am Start. Hier hinten drin steckt ein kleines wunderbares Platinchen, welches die Handhabe des VC20 ungemein vereinfacht. Und ja, jetzt ist der Aufschrei wieder da. Das Ding ist ja nackig, das liegt ja frei. Das könnte doch gefährlich sein, wenn da einer reingreift. Oder auch für den Rechner ist es nicht besonders gut. Und vor allem, wie sieht denn das aus? Das ist ja unprofessionell wie noch was. Ja, das stimmt. Ich hätte schon wirklich gerne ein Gehäuse dafür. Lattenzaun winkt. Ne? Habt ihr kapiert? Gut, alles klar. Was macht die Final Expansion? Ja. Ich kann nicht auf alle Features eingehen, denn auch hier ist es so, dass ich mit dieser Erweiterung praktisch zum Overkill gegriffen habe. Denn alles, was ich hier nur machen möchte, ist Images laden. Ja, so zu tun, als wäre hier eine Cartridge reingesteckt oder ein Diskettenlaufwerk angeschlossen und davon entsprechend Programme starten. Aber die Final Expansion, die kann noch viel, viel mehr. Sie bietet zum Beispiel noch zusätzlichen Arbeitsspeicher, den man entsprechend mit dazu schalten kann oder nicht. Aber ist alles uninteressant für den Museumsbetrieb hier, ist einfach nur wichtig, dass ich hier mit einem einfachen Knopfdruck den Inhalt der hier hinten reingesteckten SD-Karte, das ist wieder mein Massenspeicher, die ganz wunderbar einfach und simpel in der Windows-Welt zu beschreibende und auszulesende SD-Karte, einfacher geht's nicht, die zeigt mir den Inhalt an und da gehe ich jetzt hier mal in einen Unterordner, der sich nennt Cards und dann haben wir hier ein weiteres Sortiersystem alphabetisch. Gehen wir mal hier rein und laden einen Klassiker. Ihr seht, geht das Ganze auch relativ flott. Ne? Und das Programm an sich zu laden, das ist wirklich ganz wunderbar und einwandfrei. Und schon haben wir hier Golf am Start.
genauso, wie es die Besucher hier am liebsten haben. Einfach und schnell und effizient. Jetzt haben wir da hinten noch zwei Knöpfchen dran an der Final Expansion. Der eine Knopf ist mit C-Reset gekennzeichnet. Wenn ich da drauf drücke, wird einfach nur die momentan geladene Cartridge oder Kassette, daher vermute ich das C, geresettet und das Ganze startet wieder von vorne. Nebendran gibt es noch das normale Reset und oh Wunder, wer hätte das gedacht? Wir haben unserem VZ20 damit auch einen ordentlichen Reset-Button verpasst. An der Stelle wieder an die Final Expansion 3, Version 3.2. User da draußen, was meint ihr dazu? Ist das hier Perlen vor die Säue? Oder gäbe es eurer Meinung nach jetzt vor allem hier für den musealen Betrieb noch andere Anwendungsbeispiele, die mir hier das Leben ein bisschen vereinfachen könnten? Momentan mache ich wirklich nichts anderes, wie Images bzw. Cartridge-Images zu laden und entsprechend dann hier eben den Besuchern zur Verfügung zu stellen. Aber ich bin mir sicher, dass mit dem kleinen Teufelchen da hinten drin noch viel mehr geht. Nächste Station auf der Reise wird dann der CBM, jetzt sehe ich, wird die Nummer 8296 sein, schlagt mich nicht, wenn es verkehrt ist. Er steht hier, aber ich kann vorne nicht drauf gucken gerade. Ja. Die Businessmaschine, die hier im Museum steht, wird die nächste Station sein und auch die hat eine SD-Lösung hinten drin. Die ist aber deutlich einfacher gestrickt als die Final Expansion zum Beispiel oder als die PET SD Plus hinten am Commodore PET 2001 dran. Deutlich einfacher, aber mindestens genauso genial und in der Handhabe ja auch bei weitem nicht etwas, wo man jetzt als kompliziert herausachten muss, sondern als etwas, wo man, wenn man früher schon gerne in die Tasten geklopft hat, auch jetzt hier sich ganz gerne mal daran ordentlich ausleben kann. Schauen wir auf die Uhr. Was sagt sie? 6 Minuten haben wir voll. Einwandfrei, da haben wir es wieder geschafft. Ihr habt es vor allem geschafft. Und wenn ihr es mal hierher nach Heingrund schaffen würdet, ins YesterChips Heimcomputer- und Spielekonsolenmuseum, würde ich mich riesig freuen. Und wenn euch Heingrund zu provinziell ist und die Ausstellung hier zu mickrig ist und ich euch zu sehr auf den Sack gehe, dann überlegt euch vielleicht mal einen Besuch im Digital Retropark Museum in Offenbach am Main. Dort ist alles wie hier, nur viel größer, viel schöner, viel besser und deutlich professioneller aufgebaut. Ich bedanke mich wieder an alle Unterstützer, Freunde und Gönner und natürlich an meine wunderbaren Patreon-Crew, die für einen kleinen monatlichen Beitrag pro Kopf den Laden hier einwandfrei am Laufen hält und ein paar kleine Zusatzfeatures gegenüber den normalen Videobetrachtern hat, wie etwa Early Access zu den erscheinenden Videos, ein paar Zusatzvideos bekommt, die sonst so eigentlich nicht veröffentlicht werden würden und der Zugang zum jetzt noch relativ überschaubar kleinen Discord-Server von YesterChips. Bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye.